vorsichtig. Ich möchte Unfälle vermeiden. Alles muss perfekt sein. Natürlich. Natürlich, Sir. Du musst dich immer mit Sir ansprechen. Hast du verstanden? Wirklich jeder Handlanger seine eigenen Bimbos hat. So, und das meinte ich auch übrigens mal, von wegen mit diesem Sendemast, dann musst, mit diesem Funkturm, da musste man einfach nur ganz leicht da hoch, also so hoch, beziehungsweise noch nicht mal so, sondern erst mit dem, man musste mit einer Badclaw da hoch, und dann hing der sich da halt dran, aber ging nicht weiter hoch, ja. Okay, gut, da stehen sie. Ach, Enigmas Datenpaket gefunden. So, ich spreng einfach mal die Party. Hi! Ich unterbreche das mal, was er hier macht, ne? Ist ja sicherlich kein Problem für euch. Matt wird mich eh wieder wahrscheinlich in eine seiner Creepy-Pasta-Welten mitnehmen. So wie ich den kenne. So, du brauchst jetzt gar nicht mit deiner Eisenstange hier zu kommen. Damit kann ich dich mal verdrischen, wenn du möchtest. Autsch. Komm mal her. So. Ach, die einfachen Gegner ist immer noch am schönsten, die auszuschalten. Ach ja. Eine schöne 21er-Kombo. Jawohl. Hi. Da bist du. Wie wunderbar. Wie klein er ist. Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Wovon redest du da? Alles. Ausgezeichnet, dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick-Tack, die Zeit läuft. Was hast du getan? Ja, sag ich doch, dass sie dann was Dummes mit uns macht. Im Wunderland. Ah, dort habe ich alles zum ersten Mal getroffen. Ach, welche grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Glaube ich dir aufs Wort. Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen und das habe ich. Das war eine Reise, sage ich dir. Aber sie ist wieder... Was zum... Bei mir. Dennoch, die Mächte der Königin sind überall. Laternen zerstören. Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Zerstöre die Laterne mit Bettungs, um das Tor zu öffnen. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? Welche Laterne denn überhaupt? Oder muss ich das mit dem Ferngesteuerten machen? Eins Batarang auswählen. Ich verstehe es gerade nicht. Also die Kamerasicht ist ja auch so komisch. Nee, in dem elektronischen Draht sollte ich hier nicht drin sein. Ach so. Okay. Ah. So musste man das also machen. Und ich laufe doch einfach durch, anstatt zu warten. Ja, ich bin so ein Vollidiot. Ich bringe mich gleich noch selbst dadurch um. Ich merke das schon. So, jetzt warten wir, bis das wieder ausgeht. Autsch. Ja, ach so, da war auch noch das Feld nicht gesehen. Super, und direkt sind wir gestorben. Klasse. Oh, fabulöser Tag. Tralu, trala. Ja, komm. Halt den Ball flach, Kollege. Oder bei dir eher den Hut. Na, dann alles nochmal. Toll. Willkommen im Wunderland, Batman. Dankeschön. Gut zu wissen. Oh, dort habe ich alles zum ersten Mal getroffen. Ach, welche grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Glaube ich dir aufs Aber Wort. Sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen und das habe ich. Das war eine Reise, sage ich dir.
Aber sie ist wieder hier. Sicher. Bei mir. Aha, was auch immer du sagst. Dennoch, die Mächte der Königin sind... Ach, wo muss ich denn hin? Verdammt, das verstehe ich nicht. Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? Wo muss ich da hin? Ach so, okay. Okay, so geht das also. Ich finde auf jeden Fall cool, dass es immer so eine Abwechslung ist, dass zwischendurch die dann immer sowas einbauen, von wegen, dass man nach einer Hauptmission rauskommt und dann in so eine Nebenmission eingeleitet wird. Das finde ich echt super gemacht. Also, das konnten alle Batman-Teile bis jetzt echt super. Dass es halt so nicht irgendwie war, von wegen, dass auf einmal, ja, keine Ahnung, irgendwo, ich weiß nicht, was aufgetaucht wurde. Irgendwie, also irgendwie was aufgetaucht ist, von wegen, ja, irgendwie kann, also, das irgendwo stand hier, geh mal dahin, da gibt's eine Nebenmission, sondern, dass es wirklich so eingeleitet wurde. Schau dich an, bewegst dich im Kreis, denk dran, links ist rechts und oben ist unten, oder was, rechts ist unten und links ist oben. Was? Was laberst du, Kollege? Hä? Was zum Henker? Ey, das ist doch echt creepy. Geh ich mal hier durch. Komm schon. Nah dran. Nur nicht nah genug. Nee, nur nicht nah genug. Verdammt. Was muss ich denn machen? Nur nicht nah genug. Ja, ich merk schon. Ich geh jetzt einfach nochmal hier durch. Nö. Nee. Schau dich an, bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Links ist rechts und oben ist unten. Links ist rechts und oben ist unten. Was? Was muss ich denn machen? Was hat das mit dem Typen oben zu tun? Links ist rechts und oben ist unten. Hä? Ich verstehe es nicht. Das sagt er nah dran, nur nicht nah genug. Ja, nee, wirklich. Das merke ich selber. Was meint er denn mit links ist oben? Links ist oben, rechts ist unten. Hä? Ich blick's Rätsel nicht. Was hat das mit dem Typen zu tun? Hören, was hat das mit dem Typen zu tun? Was geht denn nach da? Und glaube, jetzt muss ich wieder links. Ach. Schau dich an, bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Links ist rechts und oben ist unten. Links ist rechts, oben ist... Was, Alter, das ist creepy. Ja, ist schön für dich. Schau dich an, bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Links ist rechts, oben ist unten. Ich verstehe es nicht. Schau dich an, bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Rechts ist unten, links ist oben.
das ergibt aber keinen Sinn. Hey, immer dieses nah dran, nur nicht nah genug. Ich verstehe es gerade nicht, wartet mal kurz. Links ist rechts. Und oben ist... Was hat das mit dem Typen zu tun, da oben? Ach, Alter, fick dich doch! Du hast einfach hier wieder blöd durch. Ist okay. Na dann! Nur nicht nagen! Ach, schön. Ach, ich blick's nicht. Ich könnte mich über sowas echt aufregen. Dass dieses oder war es rechts und links, das verwirrt einen. Das verwirrt einen einfach mega. Irgendwas mache ich ja jetzt zum Beispiel gerade richtig. Dass er dann sich nach da bewegt. Aber wenn ich jetzt... Schau dich an, du bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben. Links ist rechts, oben ist unten. Also links ist rechts. Ich schreibe mir das jetzt gerade auf. Oben ist unten. So habe ich mir das schon mal aufgeschrieben. Das war das erste. Links ist rechts, oben ist unten. So, links. Linke Türe. Links ist rechts. Ja, das... Ja, ich verstehe es aber nicht. Links ist rechts. Das heißt, ich gehe... Ich glaube, wenn ich jetzt die richtige Türe treffe, dann habe ich es. Ich bin jetzt von der linken zur rechten gekommen. Ich bin eben von der mittleren zur linken. Von der linken zur rechten. Wenn ich jetzt in die rechte gehe, komme ich wieder... Wenn ich jetzt in die mittlere gehe, dann verkacke ich. Ich glaube, ich muss wieder in die linke. Na, fick dich doch, du Bastard, ey. So, links ist oben, habe ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben. Und dieses, wieder macht das, erinnert mich immer an German Let's Play, so, nee, zusammen oder so. So, links ist rechts, oben ist unten. Oder ist was, rechts ist unten, links ist oben. Rechts ist unten, links ist oben. So, links ist oben. Jetzt ist der Mitte. Was jetzt? Links ist, rechts ist unten, links ist oben. Links ist rechts, oben ist, ach, da oben ist unten, oben ist unten. Warte mal, links ist rechts, oben ist unten. Rechts ist unten, links ist oben. Wartet mal. Links ist rechts. Ich verstehe es nicht. Ich gehe nochmal da rein. Nee. Schau dich an, du bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Ich verstehe es nicht. Warum sitze ich jetzt hier wieder eine halbe Ewigkeit an diesem blöden, verdammten Rätsel? Ich werde das eigentlich so einfach, nur ich blick's nicht. Schau dich an, du bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links.
Ich verstehe seinen Sinn einfach nicht in dem, was der labert. Ich glaube, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter gekommen. Aber das ist eigentlich nur raten, was ich mache. Ach ja, komm. War ja klar, dass ich es nicht schaffe. Also links. Verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt kommt wieder, du läufst im Kreis. Was habe ich gesagt? Schon bevor es gesprochen wurde, wusste ich. Ich verstehe dieses links ist rechts, oben ist unten. Das hat irgendwas mit dem Typen zu tun. Nur oben ist unten. Ja, links ist rechts und oben ist unten. Ja, so, der ist jetzt oben. Das heißt, ich muss unten in die Türe rein. So. Jetzt heißt es, links ist rechts. Keine Ahnung. Ja. So. Links ist rechts, oben ist unten. So, das war jetzt irgendwie wieder richtig. Jetzt komme ich in der mittleren Türe raus. Jetzt ist... Rechts ist unten. Rechts ist unten. So, das war jetzt auch richtig. So. Und links ist rechts. Beziehungsweise links ist oben. Das heißt, es ist rechts unten. Na, fickt euch doch! Was ist das denn für ein Rätsel? Ich blick's nicht, ich versteh's nicht. Ich verstehe dieses Rätsel einfach nicht. Ja, nah dran, nur nicht nah genug. Ich verstehe das Rätsel nicht. Schau dich an, du bewegst dich im Kreis. Denk dran, links ist rechts und oben ist unten. Oder was, rechts ist unten und links ist oben? Rechts ist unten, links ist oben. Toll. So, so. Wow. Also wow. Aber es hat dich angestrengt. Boah, Alter, in einer halben Ewigkeit. Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Ja, so ein bisschen schon. So ein bisschen hat es mich gerade schon genervt, das Rätsel. Aber ich habe durchgehalten, ohne jetzt irgendwie im Internet nachzuschauen, bin ich schon ganz froh drüber. So. Ach, noch mehr Leute. Verdammt, da breche ich mich doch nicht mal kurz, bevor ich den ausknipse. Ich glaube nicht, dass Alice ja mit dir wirklich gerne eine schöne Zeit verbracht hat. Also ein glückliches Mädchen klingt anders. Sie sind wahnsinnig. Nicht wahnsinnig, Alice. Verrückt. Es gibt einen Unterschied. Ich habe zwar vergessen, ne? Also muss man sagen, der Typ ist echt creepy. Und wirklich jeder Bösewicht hat seine Handlanger, die eine eigene Maske tragen. Weil die Handlanger müssen echt keine Hobbys haben, dass sie sich auf so eine Scheiße einlassen. Ja, was für ein Selbstwertgefühl haben die denn?
So. Du kommst auch mal her. Was mit dir? So, geht doch. Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das Gehorsam erzwingt. Das ist aber toll. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. Ja, das ist ja gut. Wo muss ich denn jetzt bei hin? Bei stärkeren Individuen muss man allerdings etwas grober vorgehen. Und das, mein ich habe eine Idee. Die Tür sieht ziemlich aus, als ob man sie zerstören könnte. Ah, ich hatte recht. Wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Für immer. Ey! Oh Manno, wie unfair war das denn? Ne, Moment mal. Könnte man nicht das abfeuern? Nee. Unfaire Aktion jetzt. So, jetzt aber. Muss ich mich nur rüberziehen. Die Welt ist echt creepy. So, geht doch. Wir sind einen Schritt weiter. Hurra. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit... Nein! Ich laufe immer viel zu schnell irgendwo hin. Wie langweilig. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzugehen? Wie? Was meinst du mit zurückgehen? Also meine Vergangenheit war wirklich nicht schön. Ich brauche die nicht zu wissen. Ich meine... Meine Eltern sind gestorben. Oder, was heißt gestorben? Eher ermordet worden. Trifft's wohl besser. Ach, da ist doch Alice. Nee, andere Richtung. Nein, warum lasse ich mich fallen? Ich Genie. Vielleicht kann ich ja hier schon Seilrutsche machen. Genau. Ha, genau. Sag's mir. Ist das gruselig? Nein, es ist nicht gruselig. Ich hoffe, es Scarecrow ist gruselig. Nein, das ist falsch, völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht. Und falsch. Wenn du das sagst, muss das ja stimmen. Ah, nein, verdammt. Das ist jetzt irgendwie doof. Das geht nicht. Man kann also nur das festlegen, okay. Triebe aktivieren. So. Ah, okay. Ich verstehe. Warum geht denn das nicht? Ach so. So ging's. Okay. So, auf durch die nächste Türe. Sofort aufhören! Ich gewinne nicht du, ich habe die Kontrolle. Du spielst nach meinen Regeln. Du und Alice. Tu, was ich sage. Tu sofort, was ich sage. Lass mich kurz überlegen. Nein. Habe ich keine Lust drauf. Springt für mich irgendwie nichts bei raus. Na, ja, bei mir springt aber gleich der Tod raus, wenn ich so weitermache. Scheiß Kameraperspektive. Puh. Nein. Ach ja, toll. Batman, spring weiter gegen die Ecken. Das ist sehr schön. Ah, Gott. Komm schon.
Ja, das Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Es ist einfach behindert. Einfach nur behindert. Ja, mit Sicherheit, klar, fall immer wieder runter. Das zerstört dieses Spielgefühl einfach so. Das finde ich so zum Kotzen. Meine Güte. Ja, geht doch, endlich mal. Aber warum braucht man für solche Dinge mal 15 Anläufe? Okay, das klappt irgendwie nicht. Okay, schade, ich hatte da eine Idee. Okay, dann warte ich jetzt einfach, bis es ganz unten ist. Wo? Jetzt? Ach so. Da geht's hoch. Heul doch, heul doch. Interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Boah, ist der nett. Bedroht die Alice auch noch. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Jetzt mal im Ernst, ich will dich nicht sehen. Okay. Tja, daneben, aber doch nicht. Haha, so. Alles ist gut, Alice. Du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein, wird es nicht. Ja, gute positive Einstellung. Heul weiter, bitteschön. Und nicht mal Danke sagen kann man. Die ganzen Strapazen, die ich auf mich genommen habe. Ganz ehrlich. Mad Hat, alter, komischer, zwielichtiger Typ. So. Könnt ihr alles wieder durchlesen, wenn ihr lustig seid. So, raus hier. Endlich raus hier. Meine Güte. Die Nebenstory jetzt auch fertig abgeschlossen. So, super. Gut, damit haben wir das abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier mal die Aufnahmesession. Und in der nächsten Aufnahmesession mache ich dann mal hier diese Gleitübungen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage, ciao Leute.